Mario? Mario? Auch wenn er nicht antwortet, dein Bruder muss sich hinter diesem Gang befinden, Luigi. Abgesichert durch diese Tür und bewacht von König Buhu. Doch dieser ist mittlerweile allein. Wir haben die 50 Buhus eingesaugt, einen fetten Klunker, der 20 Millionen wert ist, dafür bekommen und den Schlüssel vom letzten Gemäldegeist abgeknöpft. Jetzt wird abgerechnet. Der Spuk ist vorüber. Schalten wir endgültig das Licht ein und verjagen wir das Böse. Willkommen zum Finale von Luigi's Mansion. Doch vorher checken wir diesen Kronleuchter ab, denn hier erhalten wir den letzten Edelstein, der uns noch fehlt. Der 10. Saphir. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir die Edelsteine noch zusammenbekommen, aber in der letzten Folge habe ich das ja beiläufig gemerkt. Obwohl wir einen Geldgeist verpasst haben, aber der hat dann wohl wirklich nur Geld in sich getragen und keine Edelsteine. Können wir echt von Glück sprechen. Hier ist noch ein Goldbarren, sehr schön. Ich habe auch die Villa, wie angekündigt, nochmal komplett ausgekundschaftet. Habe dabei auch tatsächlich noch ein bisschen was an Geld gefunden. Zwar nicht so viel, wie ich mir erhofft habe, aber wir können zuversichtlich sein, dass das auf jeden Fall ein guter Score wird. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob rechts und links von König Buhu aus diese Kronleuchter auch noch was beinhalten. Aber schaut nicht so aus. Nee, eher nicht. Daher schauen wir noch einmal kurz in unsere Statistik rein. Das sieht wirklich super aus. Hätte ich mir nicht erträumen lassen. Und weil ich drum gebeten wurde, hier diese ganzen Gemäldegeister mitsamt ihren Beschreibungen nochmal im Detail zu zeigen, kann ich euch jetzt schon mal sagen, es gibt noch eine weitere Folge, wo ich euch das dann vorlese und zeige. Und natürlich gucken wir uns auch die Gemälde in Professor Igits Gemäldegalerie an. Ja, das kommt dann alles zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt sollten wir aber erst einmal dafür sorgen, dass Mario endlich gerettet wird. König Buhu, stell dich, es ist vorbei. Ach, stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde ansehen. Es ist wahr, was man über anspruchsvolle Kunst sagt. Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie wertzuschätzen. Dieser hilflose Ausdruck in einem Gesicht wie dem von Mario, der macht mich so zufrieden. Mag sein, dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen. Mal ganz ehrlich, wer ist schon so blöd und glaubt, dass Villen einfach so verlost werden? Man muss schon wirklich blöd sein. Und was hat man euch Mario-Brüdern bloß in die Suppe getan? Hä? Mario-Brüder? Hm, ein weiteres Indiz dafür, dass die beiden wirklich mit Nachnamen Mario heißen. Sprich, Mario-Mario und Luigi-Mario. Aber das ist ein anderes Thema, lassen wir das. Sowieso weird genug. Eine ordentliche Portion Leichtgläubigkeit, was? Dein Bruder hat den ganzen Weg hierher zurückgelegt, um in einem Bild verewigt zu werden. Das ist wirklich großartig. Wie dem auch sei. Dieses Mario-Gemälde hängt so allein da. Ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt. Dann erst ist meine Galerie komplett. Ich lach mich scheckig. Vor dir habe ich keine Angst, Suppenkasper. Höchstens vor dem Schreckweg 0816, den du auf deinem Rücken trägst. Eine echt himmlische Erfindung. Aber ich bin der König der Buch. Ich schwöre, niemals werde ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät klein beigeben. Außerdem wirklich abscheulich, wie du wurf, schleif, sursch, leut, schlitz, schwupps mäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesaugt hast. Und glaub ja nicht, das ist davon zu Hause. Ich werde mich dir entgegenstellen, wie es einem wahren Buhu angemessen ist. Hey, das finde ich eigentlich sehr nett von dir. Die anderen sind ständig geflüchtet, ging mir auf den Sack. Komm und leiste deinem Bruder Gesellschaft. Auf diesem Bild. Ah, was hast du vor? Oh nein. Bowser ist mit von der Partie. Madame Lecaros Visionen waren also wahr. Und irgendwie auch nicht. Denn unser Gegner sieht zwar wie Bowser aus,
Doch er ist es nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Gibt ziemlich viele Theorien zu diesem Bossfight. Einige abstruse auch, meiner Meinung nach. So von wegen, König Buu steuert Bowser seit Super Mario 64, weil er dann gestorben ist. Und in allen nachfolgenden Titeln, ja, ist er quasi auch nur gesteuert von König Buu, aber das ist absoluter Blödsinn. Hier in Luigi's Mansion ist es einfach so, dass König Buu sich natürlich auf die Ängste von Luigi konzentriert. Und neben Geistern hat er wie Mario Angst vor Bowser, der hier jetzt seinen Kopf verliert. Und König Buu aus seinem Inneren freilässt. Aber Vorsicht, er kann jetzt immer noch Eis schießen. Warum auch immer Eis? Ja, das verstehe ich nicht ganz. Bowser ist ja normalerweise jemand, der Feuer spuckt, wie er auch am Anfang des Kampfes gezeigt hat. Aber okay. Er hat wohl noch ein bisschen mehr auf dem Kasten, wie wir dachten. Ja, und ich finde es halt völlig Unsinn, da jetzt irgendwie was rein zu interpretieren von wegen Bowser ist tot und wird von König Buu gesteuert. Das ist Quatsch. Das ist halt einfach nur jetzt hier, um den Kampf halt ein bisschen auf König Buu zu fokussieren, der wie gesagt ein Abbild von Bowser erschafft, eine Illusion, einfach weil es die Angst von Luigi und Mario ist. Der große böse Bowser. Und Alter, sind wir gut. Ich finde den Bosskampf zwar an sich nicht schwer, aber wir haben ja richtig gute Chancen auf den Goldrahmen. Und ich glaube, jetzt sollte ich mich erstmal verdünnisieren, weil er hat seinen Kopf nun falsch herum wieder angetackert. Und in dieser Phase läuft er wie ein wahnsinniger kreuz und quer durch die Stage. Kämpfen im Übrigen auf dem Dach, falls ihr es nicht wiedererkennt. So, Stachelkugel auf die Fresse. Und wenn wir es jetzt gut anstellen, dann kriegen wir den sogar jetzt schon eingesaugt. Das wäre ja Bombe. Komm, 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 komm. Ja, sogar mit 100 Leben, Alter. Heftig. Und dann kriegen wir König Buhus Krone. Und Bowser lässt seinen Kopf und Körper fallen. Was für mich eben auch nochmal eine Bestätigung ist, dass das halt einfach nur eine leere Hülle ist, ja, dass König Buhu den gesteuert hat, aber eben auch nur diesmal. Na, das ist mal wieder ein Timing. Luigi, du hast es geschafft. Das ist wirklich außergewöhnlich, mein Junge. Zwar stammt der Schreckweg 0816 aus meiner Entwicklung, aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner. Du hast mich so stolz gemacht. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, geht. Wie bitte? Erst hast du König Buu gefunden? Und dann ist er in ein Porträt von Bowser hineingesprungen, sagst du? Sogar mit Feuer hat er nach dir gespuckt? Heiliger Bimbam, in all den Jahren meiner Geisterforschung ist noch nie eine so fabulöse Geschichte an meine Ohren gedrungen. Und du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge. Als junger Spund brachte mich bereits der Gedanke an einen Geist zum Zittern. Zum Zittern! Oh, entschuldige bitte. Mir sausen so viele Dinge von damals wie heute durch den Morschenschädel. Ich könnte eine ganze Woche damit verbringen, Geistergeschichten zu erzählen. Nun, es bleibt noch eine Sache zu erledigen. Ganz genau, ja, gut. Luigi, schnapp dir das Porträt deines Bruders und bring es zu mir ins Labor. Der arme kleine Racker ist eingeschlafen. Er muss vor lauter Erleichterung und Erschöpfung zusammengebrochen sein, als er dich ankommen sah. Ich kümmere mich mal darum, die Maschine startklar zu machen, damit wir deinen Bruder wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Einverstanden? Ich erwarte euch beide. Irgendwie glaube ich, dass Mario so ziemlich die Hoffnung verloren hat und gar nicht an die Rettung durch Luigi geglaubt hat. Aber da hast du dich getäuscht! Luigi hat es allen gezeigt! Und das sogar noch krasser, als ich mir je vorstellen könnte. Und wie er davon dackelt. Was süß. Das ist ja der Hammer! Du hast in nur einer einzigen Nacht alles erledigt! Gut gemacht, Luigi! Das war aber auch eine heftig lange Nacht, oder? Die von den Buhus errichtete Villa ist im Dunkel der Nacht verschwunden. Doch der Schatz ist offensichtlich zurückgeblieben. Na, immerhin! Ich brauch solches Zeugs nicht. Ja, ich bin eh schon rich as hell. Behalte es von mir aus und mach damit, was du willst. Sag bloß, du hast genug vom Geld einsammeln. Dann kümmern wir uns mal darum, deinen Bruder zu retten. Selbstverständlich ist mir dein Bruder lieb und teuer. Doch wir müssen uns zuvor noch um die letzten Geister kümmern. Na, da sieht man, wo er seine Prioritäten hinsetzt. Aber okay, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Mario kann ja in seinem Bild auch nicht mehr viel passieren. Ja, finde ich ja witzig, dass da jetzt König Buu und der Bowser-Kopf zu sehen sind. Voll creepy, ey. Ja, aber
König Buhu und seine Maskerade, sein Faschingskostüm gehören ja auch irgendwie zusammen. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Und fertig sind unsere unheimlich geistreichen Gemälde. König Buhu und Bowser in Gold. Vasili, der Vasengeist, in Gold. Misty, oder wie sie heißt, in Gold. Fungate oder so irgendwie heißt er, ne? Auch in Gold. Dann, Onkel Bitterlich in Gold. Ja, für die Soldaten nur Silber. Und das gleiche... Nee, oh shit, bei dem Eisgeist haben wir sogar nur Bronze. Oh, fuck this. Okay. Das war ja auch wirklich ein heftiger Geist. Und da sieht man, man darf nicht dreimal ansetzen, sonst ist Silber sofort weg. Schade. Das tut schon weh. Aber hey, dafür haben wir den letzten Endboss in Gold. Und ordentlich Cash gesammelt. Jetzt bin ich gespannt, wie die Endabrechnung aussieht. Ich würde mein gesamtes Hab und Gut darauf verwetten, dass keiner außer mir solch gespenstisch schöne Bilder besitzt. Ja, und die gucken wir uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge im Detail an. So, jetzt guckt man nochmal ganz genau drauf auf die Gefangenengeister in Bereich 4. Onkel Bitterlich, Vasili, Vincent van Gate, Sina T, Aufziehsoldaten, Herr Alpenträum. Ja, das ist Bronze, fuck. Aber der Bilderrahmen vom Final Boss sieht ja mega geil aus in Gold. Nice! Macht also insgesamt 23 Geister. Wenn man die Bosse abzieht, kommt man demnach also auf 19 Gemäldekugeln. Wir haben 15. Also große. Das kann sich, denke ich, wirklich sehen lassen. Ich bin jetzt gespannt, ob ich meinen Vorstellungen von 120 Millionen entsprechen kann oder nicht. Das war ja mein gesetztes Ziel. In meinem alten LP hatte ich irgendwas mit 80 Millionen. Ich werde auch gleich nochmal einen Vergleich einblenden. Und wir kommen auf 136 Millionen 85.000. Was? So viel? Ich meine, 142 Millionen 390.000 ist das Maximum in der europäischen Version. Alter. Also uns fehlen quasi um den Dreh 6 Millionen zum absoluten Highscore. Wow, also das sprengt sämtliche Erwartungen. Und burnt natürlich gleichzeitig. Weil hätten wir doch bloß nicht diesen scheiß Geldgeist am Anfang verpasst. Hätten wir den gefangen, wären wir vielleicht auf 140 Millionen gekommen? Ja gut, komm. Lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sage ich dann nur. 136, das ist so schon pervers geil. Damit müssten wir ja zu den Besten der Besten gehören, oder? Also wirklich, darauf können wir absolut stolz sein. Und ich habe gebettelt, dass wir 120 knacken. Ja, locker! Ich stelle aber auch gerade fest, dass die Goldbarren gar nicht so viel wert sind, wie ich dachte. Und dieser rote Kristall auch nicht. Aber naja, trotzdem episch. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nur den B-Rang bekommen. Ja, also die absolute Endabrechnung, die wird dann nochmal in einem Rang festgehalten und wieder gespiegelt. Allerdings in der PAL-Version kann man den Rang A, soweit ich weiß, nur in der Spiegelvilla erhalten, weil 150 Millionen in der PAL-Version nötig sind. In anderen Regionen reichen 100 Millionen. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. Wir werden es ja gleich sehen, nachdem Mario zurückverwandelt wurde. Das ist das erste Mal, dass wir das ganze Prozedere quasi rückwärts sehen. Wie ein Gemälde wieder, wie soll ich sagen, verkörpert wird, visualisiert wird. I don't know. Materialisiert. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Begriff, oder? Wie auch immer. Mario? Oh, Kopfnuss. Mama mia. Oh, oh. Epic Fail. Oh, er weint. Vor Freude. Und natürlich auch vor Schadenfreude. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht ganz so witzig wie Luigi, aber ja, gönnen wir ihm doch auch mal ein paar Lacher am heutigen Abend. Und das war Luigi's Mansion, ein wundervolles, wenn auch kurzes und leichtes Spiel zum Beginn der Nintendo GameCube-Ära.
Ja, und während hier die Credits runterlaufen, komme ich einmal mehr auf mein Fazit zu sprechen. Und wenn ich jetzt schon ein paar negative Punkte angeschnitten habe, dann bleiben wir doch gleich dabei. Wie gesagt, finde ich das Spiel leider zu kurz. Auch wenn die Parts jetzt doch etwas länger wurden, als ich dachte. Aber ich bin halt auch einfach extrem gründlich vorgegangen. Daran wird es wohl gelegen haben. Und zu leicht ist es leider. Ja, man kommt selten in die unteren Lebensbereiche. Und ich finde, es gibt wirklich genug Heilmöglichkeiten. Die einzig schwierige Stelle im Spiel, finde ich, ist der Stromausfall. Alles andere ist echt machbar. Und auch die Rätsel finde ich teilweise zu leicht. Also sowohl in der Villa selbst, als auch wie man die Gemäldegeister halt quasi einsaugbar macht. Ich finde, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Dass ich das Highscore-System unfair finde, das glaube ich, ist jetzt auch bei jedem angekommen. Gerade in der europäischen Version finde ich es einfach lächerlich, dass man 150 Millionen für den A-Rang benötigt und das im normalen Spielverlauf nicht möglich ist. Ich meine, gut, die absolute Bestätigung werden wir jetzt erst nach den Credits bekommen, aber ich bin mir relativ sicher. Dafür gibt es ja die Spiegelvilla, weil da ist mehr Geld drin und so. Ja, und in allen anderen Versionen ist das eben nicht der Fall. Und deswegen finde ich das ziemlich blöd. Auch das mit den Mäusen, dass die zu 20% auftauchen können, manchmal finde ich nicht gut. Also das ist mir einfach viel zu viel Randomness. Und das hätte nicht sein müssen, wie ich finde. Aber positiv ist, die Grafik, gerade zur damaligen Zeit, sah das Spiel wirklich mega gut aus. Die Atmosphäre ist top mit den Blitzen und dem ganzen Schmodder und Staub. Super Sache. Die Villa finde ich auch authentisch. Selbst die Räume, die ich kritisiert habe, habt ihr verteidigt. So von wegen, ja, Astralraum und Telefonzimmer gab es früher schon durchaus mal. Okay, wenn ihr das sagt, dann glaube ich das mal. Der Soundtrack ist Bombe. Innovation ist gegeben mit Geister einsaugen, Blenden und dem ganzen Gameplay. Das hatten wir so noch nicht. Das war wirklich super Innovation damals, wie heute noch, mega erfrischend. Die Elemente sind gut umgesetzt, coole Geisterdesigns, auch Professor Egitt ist cool designed, humorvoll. Ja, und die Spiegelvilla kann man unter Umständen jetzt auch als positiv verbuchen, aber ja. Nee. Tja, so endete also diese Sache mit den Geistern. Professor Egitt war völlig aus dem Häuschen, dass er seine Gemälde zurückgehalten hatte. Mit Luigis wertvollen Fundsachen finanzierte er ihm ein eigens errichtetes neues Haus. Ja, und das ist die B-Villa. Da haben wir die Bestätigung. Ja, steht's auch nochmal unten links. Beurteilung B. Das finde ich voll lame. Ich meine, wir haben einen Monster-Score, ja? Und kriegt trotzdem B, nur weil es in der verdammten europäischen Version nicht möglich ist, den Rang A im normalen Spieldurchlauf zu bekommen. Dafür gibt's die Spiegelvilla. Ne? Die gibt's dafür aber in den anderen Versionen halt nicht. Also den Inhalt Spiegelvilla. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden soll, das sei jedem selbst überlassen. Ich finde die Regelung ein bisschen blöd. Also wenn, dann hätten sie die Spiegelvilla doch wirklich in alle Versionen pressen können und dafür dann auch die Beurteilung überall gleichwertig halten sollen. Aber wie dem auch sei, 136 Millionen, das sprengt sämtliche Träume. Und ich sag mal so, wir hatten das ja auch nicht von Anfang an vor. Ne? Ich glaube, ich habe erst in Part 3 oder so beschlossen, da irgendwie 120 Millionen oder 100 Millionen als Ziel zu nehmen. Was wäre geschehen, wäre ich von Anfang an mit der Intention da rangegangen, einen heftigen Score aufzustellen? Was wäre geschehen, wäre dies kein Let's Play und ich hätte mich komplett konzentrieren können? Was wäre geschehen, wenn wir den verdammten Geldgeist, der mir entwischt ist, doch noch gefangen hätten? Fragen über Fragen. Aber ist nicht ganz so wichtig. Meiner Meinung nach zählt dieses Let's Play hier zu einem der schönsten, spaßigsten und auch zu den, ja, aus meiner Sicht perfektesten, die ich gemacht habe. Also ich habe da so eine Hall of Fame, wo ich echt nur eine Handvoll LPs drin habe, wo ich echt sage, Junge, da passt alles. Und ich würde sagen, Luigi's Mansion erhält Eintritt in diese ehrwürdige Hall of Fame. Danke, dass ihr dieses Projekt zu dem gemacht habt, was es wurde. Denn vieles war ja auch nur dank eurer Hinweise möglich. Es war episch. Und in der letzten Folge betrachten wir unser Werk genauer. Bis dahin.